Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte an so einem Tag unbedingt über die Menschen sprechen, die hier auf diesem Bergwerk gearbeitet haben und noch arbeiten werden. Diese Männer, die hier hinter mir stehen, haben in vorbildlicher Weise in kurzer Zeit bewiesen, dass sie eine Mannschaft werden und nicht zwei Bergwerke, wie es 1997 noch war. Als der Beschluss kam, dass wir ein Verbundwerkwerk werden, das Bergwerk Ewald Hugo, hat keiner daran geglaubt, dass diese Mannschaft sich so zusammenschmiedet und eine Kameradschaft aufbaut, wie es geschehen ist. Und das hat es leichter gemacht. Und deshalb gilt meine Hochachtung für meine Kollegen auf dem Bergwerk. Es hat es leichter gemacht, aufrecht dem Ende entgegenzugehen, ohne darüber nachzudenken oder ohne den Kopf im Sand stecken zu müssen. Und jeder, der hier heute anwesend ist, kann sich vorstellen, dass gerade so ein Schritt nicht einfach ist. Es tut fürchterlich weh. Und als ich heute Morgen selber aufgestanden bin und habe mir Gedanken gemacht, wie halte ich denn meine Rede oder wie gehe ich überhaupt mit diesem Tag um, muss ich ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, ich wusste es persönlich nicht, weil das, was sich hier in der Seele abspielt, bei jedem Einzelnen von meinen Kollegen und von mir auch, das tut weh. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass das, was sich hier heute abspielt, dass das einfach geschehen ist. Denn dieser Besuch, dieser Zustrom, diese Unterstützung aus der Bevölkerung, von Ehemaligen, von Bürgern unserer Stadt, von Menschen, von Politikern, von Institutionen, das ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht alleine stehen. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Denn das ist auch ein wichtiger Weg für uns, dass wir auch die Zukunft bestreiten können und auch positiv in die Zukunft blicken können. Dankeschön an alle Anwesenden. Ich will natürlich eins auch in Richtung Landesregierung sagen. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, die Unterstützung, die wir in den letzten Wochen und Monaten genießen durften von Seiten der Landesregierung, waren für uns sehr wichtig. Ein sichtbares Zeichen für die Unterstützung war Ihre Teilnahme auf der Betriebsversammlung im November letzten Jahres. Ein wichtiges Zeichen auch, dass wir als Bergleute in der schweren Zeit nicht alleine stehen. Und das ist auch ein wichtiges Zeichen, dass sich auch bis heute die Politik mit uns befasst, mit uns Bergleuten befasst, und wir nie das Gefühl bekommen haben, seit dem Schließungstermin, dass wir alleine stehen und als Belegschaft alleingelassen werden. Eine ganz wichtige Sache. Und wie gesagt, das habe ich vorhin erwähnt, das hat es uns einfacher gemacht, bis heute aufrecht dem Ende entgegenzugehen. Ich möchte jetzt, bevor ich dann gleich auch zum Ende meiner Worte komme, denn ich denke, wir haben heute viele Worte gehört und wir sollten uns langsam auf den Schweigemarsch in Richtung Apostelkirche vorbereiten. Wir sollten aber eins hier an dieser Stelle noch kurz erwähnen. Jetzt gleich im Anschluss an den Reden werden wir den Schweigemarsch zur Apostelkirche gestalten. Dort wird es einen ökonomischen Gottesdienst geben und im Nachhinein, nach diesem Gottesdienst, werden wir noch die Möglichkeit haben, gemeinsam im Gemeindesaal in der Apostelkirche, der Kirche der Solidarität, zumindest ein wenig Zeit gemeinsam zu verweilen, um vielleicht auch die ein oder andere Gedanken auszutauschen. Denn die Apostelkirche gehört auch zu uns, genauso wie der Bergbau zur Gelsenkirchen gehört hat. Jetzt im Anschluss, nach meinen Worten, werden genau gegenüber am Gebäude der Grubenwehr 1500 schwarze Luftballons aufsteigen. Auf Ewald sind heute Morgen schon 1500 aufgestiegen. Und diese Luftballons bedeuten 3000 Arbeitsplätze, die in dieser Region nicht mehr vorhanden sind. 3000 Arbeitsplätze, die an diesem Tag verloren gehen. Und diese Ballons sollen einfach symbolisch nochmal darstellen, was sich hier überhaupt tut. Und wer in den Himmel blickt, wird merken, was dahinter steckt. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Anwesenden nochmal recht herzlich bedanken und Glück auf.